Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Bernd Staats, der Chefmaskenbildner. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Bernd Staats, der Chefmaskenbildner. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Bernd Staats, der Chefmaskenbildner. Nur einer von den dreien kann wirklich Gesichter komplett verwandeln. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Und das ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantieni. Und der fantastische vierte Inspektor Smudo. Und hier kommt Ihr Gastgeber, Michael Antwerpes. Ich hab Gänsehaut. Ich verstehe nicht, wie das lange gedauert hat. Du hast ja gar keine Brille an, Michael. Jetzt, was ist da los? Siehst du was? Einen wunderschönen guten Abend. Endlich sehen Sie mich mal im Original und nicht Nach einer SWR-Maske. Nein! Bernd Staats ist der Mann, der solches vollbringen kann. Er ist Maskenbildner für die speziellen Aufgaben und hat mich so hingekriegt. Und wir schauen mal, wer es ist. Mein Name ist Bernd Staats. Ich bin verantwortlich für Ihr Moderatorenmonster, also mich. Als Maskenbildner ist es eine Herausforderung, Menschen komplett zu verwandeln. Allerdings immer so, dass sie trotzdem noch sehen, hören und sprechen, ja sogar singen können. Das ist vor allem an der Oper wichtig, wo ich rund 2 Dutzend Maskenbildner anleite und ausbilde. Ich helfe auch gerne mal aus mit Maskenausstattungen für Theater, Film und Fernsehen im In- und Ausland. Übrigens bin ich auch maßgeblich an einer Revolution in der Maskenbildnerei beteiligt, dem Maskenbau mit Hilfe der 3D-Technik, wofür ich unter anderem 2013 die goldene Maske erhielt. Und jetzt bin ich gespannt, ob Sie mein wahres Gesicht erkennen, sagt Bernd Staats, der Chefmaskenbildner. Ja, bitteschön, Kim. Also, Kandidat Nummer 1, was war denn die größte Herausforderung, der Sie sich bisher gestellt haben? Die größte Herausforderung war im Film Inglourious Basterds, den Sie vielleicht gesehen haben, gibt es eine böse Messerverletzung ganz am Ende des Films. Danke, Kandidat Nummer 2. Woher wissen Sie, wie ich in 40 Jahren aussehen werde? Also zumindest mein Gesicht. Ja, man braucht ja spezielle Kenntnisse über die Anatomie, wie die Muskeln verlaufen, wie Danke, Kandidat Nummer 3. Worauf sind Sie am stolzesten? Wenn ich die Leute so verändere, dass die rollengerecht auf die Bühne gehen, vor die Kamera gehen. Danke, Kandidat Nummer 1. Was hat am längsten gedauert bisher? Am längsten gedauert hat tatsächlich eine Verwandlung von José Carreras. Das hätte ich jetzt gern gewusst. Eine Verwandlung von José Carreras. Sie dürfen nicht mehr reden. Allenfalls der Pierre würde noch mal fragen. Nummer 1, dann führen Sie diese kafkaeske Schilderung noch mal fort. Es ist wirklich fast kafkaesk, denn es gab eine Broadway-Inszenierung von The Elephant Man, in der José Carreras gesungen hat. Okay. Und dort die Krankheit, die nachgebildet werden Vielen Dank. Nummer 3, die goldene Maske, wo wird die verliehen? In Düsseldorf. Nummer 2, nennen Sie mir einen Film, der für die beste Maske einen Oscar bekommen hat. Heutzutage wird ja viel auch mit Computer gearbeitet. Inwieweit geht diese physische Maske zusammen mit CG, also mit künstlich generierter, am Rechner gemachter? Ja, das haben wir ja jetzt bei der 3D-Technik ja auch wieder. Ich habe ja bei der 3D-Technik mit... Dankeschön. Oh. Ursula. Nummer 3, wo sind Sie Chefmaskenbildner? An der Deutschen Opernreihe Düsseldorf, Duisburg. Aha. Und wenn man jemanden älter machen will, was ist da das probate Mittel? Wenn das ein Kandidat ist, der viel mit sich machen lässt, dann eine Silikonmaske kleben. Ansonsten muss dann Schminke und Puder reichen. Aha. Nummer 1, kennen Sie auch noch andere Methoden, die Haut älter werden zu lassen? Ja, natürlich. Aber ich arbeite hauptsächlich mit Silikon, früher mit Latex. Und heute arbeiten wir mit Aufsetzarbeiten aus Silikon. Und Nummer 2, gibt es auch noch ein Naturprodukt? Haut. Gezüchtete Haut. Nein. Smudo. Nummer 2. Mach noch mal.
aussiehst. Nein. Das ist echt nicht zu glauben. Ich kann den Blick gar nicht verlassen. Verrückt. Nummer drei, was ist das für eine Figur, die der Herr Antwerpestaz ist? Oh, es ist eine Fantasiefigur. Wir haben einfach was kreiert. Wir hatten ja nur eine halbe Stunde Zeit und geschaut, was kommt da raus. Ach, Nummer zwei, aber ich habe ihn nicht mal irgendwo gesehen. Kommt mir so bekannt vor. Nee, der ist jetzt einfach so, den haben wir jetzt heute speziell für diese Sendung kreiert. So wie Johnny Depp. Nummer drei, hier steht so, ich helfe auch mal gerne hier aus mit Ausstattung bei Theater, Film und Fernsehen. Da müssen Sie eine Koryphäe, eine Kompetenz auf diesem Gebiet sein. Woher wissen die anderen das denn? Ich habe zwei Fachbücher geschrieben. Ich habe einen Lehrauftrag gehabt an der Berufsschule. Und außerdem, wenn man untriebig ist und ist überall, dann kennt man einen auch. Okay, Nummer eins, wie nennt man dann diesen Beruf des Maskenbildners als offizielle Bezeichnung? Man nennt ihn Maskenbildner und er ist staatlich anerkannt seit 2004. Oh, oh. Also ihr seht an mir, Sie können es alle drei. Jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen. Kandidat 1, sehr versiert, der die Messerverletzung aus Inglourious Basterds nannte als größte Herausforderung. José Carreras als Elephant Man verkleidete und von Aufsetzarbeiten sprach, als es um meine Maske mit Silikon ging. Oder Nummer 2, ein Anatomie- und Muskelkenner, tätowiert, spricht dafür, dass er sich damit ein bisschen auskennt. Er kennt allerdings keinen Oscar-Film, nach dem Pierre gefragt hatte, und sagt, ich sei eine Fantasiefigur. Oder Nummer 3, für den steht rollengerechtes Verändern im Vordergrund. Er hat Fachbücher geschrieben. In Düsseldorf wird nach seiner Auffassung die goldene Maske verliehen. Und auch in Düsseldorf arbeitet er an der Deutschen Oper am Rhein. So, Kim. Ganz klar. Das war, nach dem ersten Satz war es mir völlig klar. Kandidat Nummer 1, Sie schreiben Science-Fiction-Romane. Kandidat Nummer 2, Sie sind in, sagen wir mal, in einem Tattoo-Studio, könnte ich Sie mir, das ist natürlich relativ einfach. Vielleicht sind Sie auch Friseur und machen die wunderbarsten Haare, aber Kandidat Nummer 3, ich wünsche mir, dass Sie auch immer im Anzug zur Arbeit kommen und dass Sie, ich glaube, Sie wissen genau, wovon Sie hier sprechen und Sie haben den Antwerpes so schön gemacht. Pierre. Du hast da was. Ich habe die Haare schön. Du hast die Haare sehr, sehr schön. Ich bin derselben Meinung. Tatsächlich Nummer 1 ist fantastisch vorbereitet. War aber irgendwie ein Tick drüber. Ich glaube, es ist ein Kulturreferent in Bochum, sage ich jetzt mal so. Ich glaube auch, dass Nummer 2 einen Friseurladen hat. Und vielleicht haben Sie ja mal Daniela Katzenberger geschminkt oder so. Wenn ja, herzliches Beileid. Und Nummer 3 ist auch so ein bisschen, glaube ich auch, weil er am wenigsten so wirkt irgendwie. Ne? Ich glaube, Sie machen das wirklich wissenschaftlich. Und genau, und Sie brennen, Sie sind sehr leidenschaftlich. Ich glaube auch, Sie sind es. Ursula, was sagst du? Ich auch. Was? Ja, echt? Nein. Ich bin auch für die 3. Nummer 2, das war zu sehr Larifari und geschwommen, das tut mir leid. Nummer 1, ja, kennt sich leidlich gut aus, aber der wirklich ausbildet und das Handwerk versteht von der Pike auf, das ist die Nummer 3. Inspektorchen. Hi, dann sag ich. Ich würde tatsächlich zum ersten Mal aufs Model Nummer 1 tippen. Ah, dann mach doch. Aufs Maskenbildner-Model. Ja, also ich sag auch warum. Erstmal finde ich, haben Sie Ihre maskenbildnerischen Fähigkeiten benutzt, noch Haare zu haben. Im Gegensatz zu 2 und 3. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Und auch, wie Sie geredet haben, sind Sie auch nicht Bernd Staats, der Chefmaskenbilder, sondern Bernd Chef, der Staatsmaskenbilder. Nummer 3 macht einen auf Staatsratsvorsitzender. Im Prinzip ist das Plastik oder Schminke. Aber ich weiß ja, ich möchte heute mal glauben, dass es ja die Nummer 1 ist. Und jetzt setzt Nummer 2 die Maske ab. Und ja, genau. Okay, wir schauen. Wer ist der Chefmaskenbildner? Bernd Staats. Nummer 1, wer sind Sie denn? Mein Name ist Peter Neuhaus, ich bin Grafikdesigner aus Menden im Sauerland. Und hat sich die Rolle natürlich perfekt drauf geschafft, war sehr informiert. Nummer 2, bitte. Ich bin Heiko Mattheis, ich bin wirklich tatsächlich selbstständiger Friseurmeister aus Greizheim. Ja, ja. Bernd Staats arbeitet unter anderem auch für Switch Reloaded, hat schon an der Met in New York gearbeitet, Los Angeles Opera, und kennt sich aus. Und das wollen wir jetzt sehen. Smudo bekommt nämlich jetzt ein kleines
Fellhändchen. Bist du bereit? Ja, das ist so ein bisschen wie bei Ottilie. Meine Hände, ah, sie baden gerade ihre Hände da. So ist es, genau. Dein ist Hautkleber. Und Hautkleber, genau. Hautkleber, Hautkleber, genau. Den habe ich auch im Gesicht. Elastischer Hautkleber. Und es gibt hier ja viele Möglichkeiten. Ja. Haare auf den Untergrund. Welche Farbe magst du haben? Es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, Haare auf den Untergrund. Und das so sagen Sie mir. Das sag ich. Hast du das auch schon im Gesicht jetzt angeklebt? Und ich werde das jetzt auf die Haut schießen. Was ist das für ein Gerät? Okay. Das ist ein Handstück. Hier sind Batterien drin. Ja. Und jetzt laden wir den Smodo auf. Da ist die Elektrode. Mal bitte in die Hand nehmen. So, auf geht's. Ja, das sieht ja klasse aus. Guck mal hier. Und Sie erleben wahrscheinlich gerade die schnellste Haartransplantation der Welt. Wir können ja kurz mal zwischendurch auch schauen, dass Herr Staats auch andere Menschen verschönert, verändert hat. Und da sehen wir das Ausgangsbild und so, ja, kann es werden. Oder auch hier, und ein Fisch, Technik? Alles aber wirklich, die können noch singen, die können noch sprechen. Da kann man halt Bärte machen. Und auch mal in der Pathologie. Wird mal kurz Hand angelegt. Das sind ja alles nur Fotos. Guck mal, hier ist das echte das Leben. Das ist echt. Das ist Warte, du bist noch nicht fertig. Genau, sehr gut. Es wird noch besser. Oh, das Ganze mal, können wir dann noch ein bisschen stylen. Was hat denn das mit dieser 3D-Technologie auf sich, Herr Staats, was Sie auch machen? Das erleichtert das ganze Abdruckverfahren. Das heißt, wir können die Darsteller berührungslos abformen, also nicht mehr mit Gips ins Gesicht klatschen, sondern wir gehen dann direkt mit dem Laserscanner ins Gesicht und können dann daraus 3D-Drucke machen und das heißt, aus diesen 3D-Drucken Maske das Gesicht. So, und damit kann man schwimmen gehen. Wenn du so zu deinen Töchtern gehst, ist doch cool, oder? Die dann aber dann schlafen wieder jahrelang. Ja, das stimmt. Und sie geht nur leider nie wieder weg. Das fühlt sich so schön. Das gibt's doch gar nicht, das ist richtig fest. Das fühlt sich auch an wie, es ist wie, als wenn es mein eigenes wäre. Morgen auch noch. Wie so eine Zahnprothese, die nach einer Weile sich wie eigene Zähne anfühlt. Das ist wahre Maskenbildnerkunst von Bernd Staats. Tolle Geschichte. Vielen Dank. Und in der nächsten Runde geht's um des Deutschen liebstes Kind. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Miriam Willems, die Fußballartistin. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Miriam Willems, die Fußballartistin. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Miriam Willems, die Fußballartistin. Nur eine von den dreien kann fast alles mit dem Fußball machen. Und für Sie heißt es jetzt, sagt die Wahrheit. Ha, die Maske ist wieder runter. Mir geht's gut. Sie öffnet den Blick auf die Fußballartistik, eine Branche, in der wir gemeinhin ja Männer erwarten, nicht? Aber diese drei Kandidatinnen behaupten, sie seien eine der besten Freestylerinnen in diesem Bereich. Also, auf die Bälle, fertig, los. Ich heiße Miriam Willems und bin Fußballartistin. Das heißt, ich jongliere mit dem runden Leder und zwar mit Händen, Füßen, Nacken und Rücken. Als Fußball-Freestylerin bin ich eine Vorreiterin in Deutschland, zum einen als Frau, aber auch wegen einiger selbstentwickelter Jongliertricks, die andere Artisten von mir übernommen haben. Seit mehr als 10 Jahren trete ich entweder solo oder zusammen mit meinem Partner bei Industrie- und Medienevents auf und häufig auch bei sportlichen Großveranstaltungen. Meine Fußballartistik hat inzwischen viele große Fußballer bewundert, aber Fußball spielen, das ist nicht so mein Ding. Sagt Miriam Willems, die Fußballartistin. Heißt, man muss nicht unbedingt als Kicker oder Kickerin gut sein, um das zu vollführen, was wir später natürlich in einer Demonstration hier im Studio bewundern dürfen. Smudo, bitte. Nummer eins, gibt es irgendeine Szene, eine Fußballartisten-Szene? Oder ist das ein ganz eigenentwickelter Trick von Ihnen? Da gibt es eine Szene und wie gesagt, ich bin Vorreiterin gewesen. Viele von den Jüngeren jetzt, die nachgekommen sind, haben sich an mir orientiert, haben Tricks sich daran... Okay, Nummer zwei, Sie sind so ein Guru, ein Fußballartisten-Guru. Guru ist ein bisschen viel. Also es gibt auch ein paar andere, die da ein bisschen mitgemacht haben, aber mich kennt man halt in der Szene ganz gut. Nummer drei, gibt es ein Vorbild? Ich habe kein Vorbild. Ich mache das alles selber, ich jongliere selber, die Tricks sind alles meine eigenen. Ursula, bitte.
Nummer drei, gucken Sie sich da Sachen ab von den echten Fußballern, oder? Mein großer Trick sind halt so mit den Bällen, mit den Händen und mit den Beinen und mit dem Bauch. Und Nummer zwei, wann haben Sie das entwickelt? Also ich bin auf eine Schule gegangen für Artisten. Und Artisten? Für Artisten, ja. Also es ist viel auch Schauspiel und so weiter, ist auch mit dabei. Wo war das? Das war in Berlin. Aha. Ich glaube, ihr müsst euch trennen von dieser Vorstellung, dass das was mit Fußball zu tun hat. Interessant. Jetzt bin ich im Vorteil. Hab aber immer noch keine Ahnung. Nummer drei. Was sind das für Großveranstaltungen, wo Sie Ihre Kunst vorführen? Das sind halt Zirkus-Festival-Events. Dann habe ich große Veranstaltungen schon mit Philipp Lahm war dabei gewesen. Nummer zwei. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Fußballartistin. Ach, Nummer eins, das ist ein Hauptberuf sozusagen. Ja, ich glaube, ich bin die Einzige in Deutschland, die das wirklich hauptberuflich macht. Okay, Entschuldigung. Dann Nummer zwei, beschreiben Sie doch mal so eine Figur. Wir werden ja bestimmt gleich was sehen, aber was Sie da so machen mit dem Ball. Also eine beliebte Figur, kennen ganz viele noch aus dem Schulunterricht, ist die Kerze, heißt bei uns aber Antipode. Das heißt, man hat... Oh Mann! Schade eigentlich. Aha. So, Kim. Kandidatin Nummer drei, warum haben Sie sich denn nicht fürs Gymnastikband entschieden? Weil das nicht meine Sportart ist, die ich machen wollte, sondern die Artistik. Und Kandidatin Nummer drei, zwei, wie kommt man denn auf den Fußball? Also Artistik ist ja das eine, aber das mit so einem Fußball zu machen? Ach, das hat so viele verschiedene Gründe gehabt. Mit dem Ball, das ist natürlich sowieso ein Teil der rhythmischen Sportgymnastik. Danke, Kandidatin Nummer eins. Wie viel müssen Sie denn eigentlich trainieren? Also ich habe in meinem Leben sehr viel trainiert, immer fast täglich und auf der Artistenschule bis zu 6 bis 8 Stunden. Und so, drei Ladies, sehr unterschiedlich, aber doch alle sehr gewandt mit dem Ball. Nummer eins ist unsere Szenekickerin gewesen, eine Vorreiterin. Hauptberuflich, sagt sie, sei sie die Einzige in Deutschland, die viel trainiert, fast täglich. Kein Guru oder keine Guru, sagt Nummer zwei, sei sie. Aber man kennt sie in der Szene. Ihr Partner ist nicht Maradona, sondern Artist. Sie hat eine Schule in Berlin besucht und erzählte von der Kerze, die bei ihr Antipode heißt. Und Nummer drei, sie sagt, Mensch, ich bin Autodidaktin, alles ohne Vorbild. Ich schaue mir nichts ab. Gymnastik wollte ich nicht als Kind. Ich habe den Ball genommen. Mittlerweile habe ich es dazu gebracht, schon mit Philipp Lahm aufgetreten zu sein bei Großveranstaltungen. So, jetzt seid ihr dran, Smudo. Wenn ich Sie so anschaue, dann hat Nummer eins, zwei so Stolzmomente gehabt, in denen sie erzählte, dass sie, ich glaube, zum leichten, so eigenen Überraschung, ich glaube, ich bin echt die Einzige, die das hauptberuflich macht. Nachdem es zwei und drei offensichtlich nicht hauptberuflich machen, bin ich die Einzige hier. Irgendwie habe ich das gesehen. Was hast du gesehen, außer Smudos Fellhand, Ursula? Also ich habe die drei Damen erstmal so von ihrer Körperstatur her mir genau angesehen. Und jetzt das ist ganz bekannt. Interessant. Also die Nummer zwei hat so etwas in Richtung Tanz, Ballett, vielleicht auch Gymnastik. Die Nummer drei hat etwas von schwer, Bodybuilding. Und die Nummer eins, die ist so richtig durch. So der Körper ist irgendwie richtig durchkomponiert. Also das ist jetzt mal meine Einschätzung. Wo ist mein Bleistift zum Donner? Den hast du mir weggenommen. Jetzt. Ich finde, alle ihre Körper sind total durchkomponiert und ich wäre sehr gerne derjenige gewesen, der dieses Stück geschrieben hat. Oh. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich lasse mich so ein bisschen von der Nummer drei irreführen, weil sie tatsächlich weil sie sehr, sehr athletisch sind und mit äußerster Disziplin wahrscheinlich, vielleicht machen sie wirklich was Artistisches, aber ich glaube irgendwie fast, dass das zu naheliegend irgendwie ist und bin jetzt auch wieder doch bei der Eins. Ach nee. So, doch, ja, weil Antipode ist mir zu negativ, ich bin eher so Propode. Und sagt, sie sind zu. So, komm, Kim, jetzt darfst du mal. Ich sag's euch, die Nummer eins lacht sich ins Fäustchen, weil die im Leben keinen Sport gemacht hat. Die sieht einfach nur so knattertoll aus, weil die Natur ihr das so mitgegeben hat. Guck mal, wie die sich freut. Und Nummer zwei, die sind wahrscheinlich Schauspielstudentin oder Schauspielerin und haben es wunderbar gemacht. Aber die Nummer drei, sag mal, habt ihr denn alle Bälle vor den Augen? Das ist doch die Nummer drei. Nummer eins durchdefiniert. Sie sind einfach durchkomponiert. Nicht so toll. Durchkomponiert. Wir beim Durchkomponieren bleiben, nämlich die Auflösung. Wer ist die Fußballerin? Ja, ich bin enttäuscht. Ja.
Ja, es ist wirklich Nummer eins. Nummer zwei, wer sind Sie? Ich bin Stefanie Müllmann, komme aus Oldenburg und bin studierte Kunsthistorikerin. Ach, nein! Und Kandidatin 3? Ich heiße Miriam Fischer, bin 26 Jahre alt, bin gelernte Pflegearztin. Ja, und meine Schwester, darf ich vorstellen? Fischer. Ja, dann. Da sind wir jetzt gespannt auf den oder die Rastelli am Ball, Miriam Willems. Unsere Fußballartistin. Vielen Dank. Und da haben wir wieder die Schwindler aus den ersten beiden Runden in der sogenannten Vis-à-vis-Runde, One-to-One. Sie müssen direkt befragt werden von Ihren Gegenübern. Und Sie haben sich ja bewährt als Schwindler. Sie waren zunächst in diesem Fernsehstudio klein und sind ganz groß geworden. Also aus klein wird groß. Das ist das Motto in dieser Runde. Vier Geschichten und es beginnt die Ursula mit Kandidat Nummer 3. Bin ich mal gespannt bei Ihnen, Nummer 3. Das Kleine, was bei mir groß wird, ist Kaugummi. Ich bin amtierender deutscher Meister im Kaugummiblasen. Blasen. Im August 2014 bin ich es geworden mit einer Blase von 94 cm Durchmesser. Mm. Sie können sich vorstellen, das ist ein Volumen von ungefähr 142 Litern. Das mache ich nicht mit einem gewöhnlichen Kaugummi, wie Sie ihn aus einem Kaugummiautomaten ziehen, sondern mit einer Spezialmischung, die ich mache mit Bestandteilen aus dem Baumarkt zum Beispiel. Das sind Rezepte, an denen ich... Dankeschön. Wie viel Zentimeter hat er gesagt? 94, ne? 20. Was? Pierre, du verwechselst da was. Entschuldigung. Das ist... Kann nicht anders. Trotz allem... Trotz was? Wage es, ja zu sagen. Oh, sehr schön. Lieber Smudo. Nummer 4, bitte schön. Ich habe ein Tablett entwickelt, ein Silikontablett, das hat Löcher. Und es ruht in einem zweiten Tablett mit leichtem Abstand. In diese habe ich eine spezielle Nährlösung entwickelt, die ich auch zum Patent angemeldet habe, in die ich Haarsträhnen einsetze. Und die, da werden richtige Haarmatten draus. Sie müssen sich das vorstellen wie beim Rollrasen. Rollrasen. Rollrasen für den Kopf. Rollrasen, ja. Und die Haare, die kann man halt verwerten. Und so muss man nicht so viel Eigenhaare nehmen. Wieso haben Sie keinen Rollrasen auf dem Kopf, Nummer 4? Bitte? Ah, das wäre gut gewesen. Aber ich glaube, wer sich die Arme tätowiert, der hat einen Rollrasen auf dem Kopf, wenn er welchen hätte. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht, Kim? Na, jetzt bin ich gespannt. Frau Kunsthistorikerin. Ja, mein Kleines ist mein Fahrradhelm, den ich verkaufe. Und zwar statt einem Fahrradhelm, also eine Schale auf dem Kopf, habe ich mir gedacht, einen Schal um den Hals. Und wenn ich dann auf meinem Fahrrad bin mit meinem Schal und dann stürze, ja, dann kommt ein Airbag raus, umhüllt meinen Kopf und ich bin komplett sicher. Sie haben hier was und wenn Sie fallen, macht es... Nee, ich würde mal jetzt sagen, nee. Und Pierre und die 2. Nummer 2. Bei mir ist es ein Gartenmodelleisenbahn, das ist Hüftgröße. Die habe ich mit meinem besten Kumpel ausgedacht und zwar haben wir die im Garten stehen und da üben wir halt Parcours. Und da versuchen wir natürlich die Figuren, die wir da halt reingestellt haben, Bäume, dass sie nicht umkippen.
Und man soll die machen so auf, also genau. Auf den, ah, okay. Und da kommen natürlich auch unsere Trainingsfreunde, die halt auch trainieren wollen. Und dann versuchen wir da halt so ein bisschen Training zu machen. Und wenn was umfällt, ist verloren dann sozusagen? Genau, ungefähr. Der hat dann verloren halt. Und da kann man halt sehr gut durch die Sprungkraft und durch die Spezialität, kann man das halt sehr gut üben mit Kleinigkeiten. Das muss mir erklären. Ich habe keine Ahnung. Die haben so eine Miniatur, so eine Eisenbahn, und dann machen die so Parkour auf der Eisenbahn und es darf nicht umfallen. Halt, ne? Wenn also. Ach, Hindernisparkour. So, genau. Das könnte ja sogar wirklich sein, ne? Ja. Und es ist praktisch, wenn du Hunger hast, gehst ins Sportbistro, musst halt dich sehr klein machen. Ich kann mir das vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube das. Ja. Gut. Dann schauen wir mal. Ja. Nee. Das gibt's doch nicht. Zwei große Schmottchen. Du, aber so daneben waren wir noch. Das ist ja super. Das ist ja so, Stefanie Müllmann hat diesen Airbag-Schal entwickelt. Ja, oder vertreibt ihn auch, ne? Wir würden uns erstmal anschauen, wie das funktioniert, damit ihr wisst, wie das geht. Schaut her. Getestet wurde der unsichtbare Helm natürlich erst an einem Dummy. Sehen wir gleich nochmal in Zeitlupe. Neigt er sich in einem bestimmten Winkel, geht der Helm auf. Das gibt's ja nicht. Und schützt den Kopf. Um den Kopf. Per Knopfdruck aktiviert man ihn. Und jetzt noch einmal, da es so schnell geht. In Zeitlupe, bevor der Kopf in Bodennähe ist, öffnet sich der Airbag und er hält ein Leben lang, wenn er nicht benutzt wird. Ja. Stefanie Müllmann. So, und hier ist also dieser Schal, wird vorne mit dem Reißverschluss geschlossen, trägt sich ganz gut, man hat halt den Kopf frei und das, so sieht es halt aus und ist sehr, sehr stabil, sehr reißfest. Aber wenn einmal geöffnet, dann nicht mehr zu verwenden, ne? Wie im Auto. Wie im Auto. Airbag ist Airbag. Wie teuer ungefähr? 299 Euro. Wow, das ist viel Geld. Findest du? Ich finde es eigentlich sehr günstig. Die Sicherheit eigentlich nicht wiederum, ne? Es gibt keine Helmpflicht für Fahrradfahrer in Deutschland, für Erwachsene zumindest. Wie funktioniert denn das Ding? Wie weiß es, dass jetzt ein Sturz bevorsteht? Also in diesem Airbag sind Sensoren verbaut, die sitzen vorn und hinten und überprüfen sich gegenseitig 200 Mal in der Sekunde, wie meine Bewegungsabläufe sind, Grundgeschwindigkeit, Beschleunigung. Und diese Daten, die er dann empfängt, sind eben diese Parameter. Und diese Parameter ein Unfallbild ergeben, dann löst er eben aus. Studentinnen in Schweden haben das erfunden. Gibt es das in verschiedenen Größen auch schon? Ja, es gibt es in Small und Medium und Large kommt noch in diesem Sommer. Lars kommt im Sommer. Und auch diverse Farben, von was die Schals angeht, ja? Genau, das ist jetzt einfach ganz normal schwarz, aber es gibt noch Blumen oder Grau oder was auch immer. Kriege ich was aber so nicht passt, im normalen Fahrradgeschäft, oder? Doch. Schon? Sind schon in 160 Läden drin. Wow, das finde ich eine super. Das geht nicht von alleine jetzt irgendwie auf, ja? Das ist so mal. Nein, also wenn Sie das um den Hals gelegt haben und geschlossen haben, dann müssen Sie ihn erstmal anschalten. Also das heißt, da ist ein Knopf dran, den muss ich dann im Gegenstück drücken, dann kommt ein Piep. Und dann weiß ich, jetzt rechnet er. Und wenn ich wieder runtergehe, dann mache ich halt den Knopf wieder raus. Das ist aber auch automatisch, weil wenn ich das nicht mache, kann ich es gar nicht ausziehen. Und kann ich den so, kann ich das provozieren, dass der aufgeht? Also wenn einer das aufhört, ich hau hinten drauf, dass er dann aufgeht oder so? Also man kann das natürlich provozieren, dass es aufgeht, in dem Sinne, dass man das zum Beispiel in der Hand aktiviert und dann damit lustige Sachen macht. Ja, das würde natürlich gehen, aber es haben auch schon viele, viele getestet, ob die das nicht irgendwie, wenn sie es dann im Hals machen, aufkriegen, und das geht eigentlich eher nicht. Aber eine tolle Geschichte. Stefanie Müllmann mit dem Airbag für das Fahrrad. Das war's von Sagt die Wahrheit. Bis zur nächsten Woche. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.